Diese Katze hinten dran. Der Ex des Tages. Da ist er ja schon. Heute guck mal. Ex. Nico. Bon. Hey. Guck mal, je später der Abend, so netter die Gäste. Komm mal ruhig rein mit den Luftballons. Es ist ein Kampf mit den Luftballons, genauso wie mit den Exen. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Meine Liebe. Was für ein Schö- Hallo, setz dich, mein Lieber. Lilly, jetzt mal, das war ja jetzt sogar. Also nein, also manchmal ist es halt einfach so. Nicht, warte mal, Leben. Halt die ruhig so lange. Die musst du halt halten jetzt. Nico, ne? Richtig. Schön, dass du unsere Einladung. Nicht loslassen, gell? Das ist ganz wichtig. Sonst fliegen die Lampen, explodiert hier alles. Das kannst du nicht machen. Du musst festhalten. Oder mach einfach einen Knopf. Binden die um dein Bein, komm mal her. Um deinen Arm. Nee, mach das schon. Nee, ich nehme sie dir ab. Komm. Was ist denn jetzt hier los? Erstmal schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Du warst mit Jennifer zusammen. Genau. Wo habt ihr euch kennengelernt und wie lange wart ihr zusammen? Bei Love Island haben wir uns kennengelernt und insgesamt waren es, glaube ich, 5 oder 6 Monate. Okay. Bierchen. Nee, danke, nur Wasser. Wasser. Ja. Hast du die letzten Tage verfolgt? Ehrlich gesagt, nein. Okay. Warum nicht? Warum ist nicht? Promi Big Brother, hör mal, da kannst du nächstes Jahr auch dabei sein. Um die Zeit bin ich immer im Gym. Ja, es gibt. Ja. Echt jetzt? Ja. Machst du abends? Aber wer macht denn um die Uhrzeit Sport? Das macht man doch immer morgens. Ja, Nico. Ja, ich bin antisocial. Ich mag das, wenn das Gym leer ist. Na gut. Ihr habt ja mitbekommen, also du hast ja auch mitbekommen, Jenny ist da drin. Das weißt du jetzt. Klar, natürlich. Du bist bei Promi Big Brother in der Late Night Show. Sie ist bei Promi Big Brother drin. Ja, das ist nicht schon. Melissa, bekannt. Jochen. Jochen. Lilly. Das ist Lilly. Kennt ihr euch denn persönlich? Ja, persönlich eigentlich nicht, aber vom Hören sagen. Vom Hören sagen. Okay. Vielleicht können wir einmal nur kurz darüber sprechen. Was hast du von Jenny über ihn gehört? Wir haben halt schon gesprochen, aber wir haben es nie gesehen. Okay. Das heißt, wir haben nur über das Telefon gesprochen. Ihr und beide? Was war das für ein Gespräch? Ach, öfter. Was war das für ein Gespräch? Immer verschiedene Themen. Okay. Ja. Also ich merke ja, da ist eine gewisse Spannung zwischen euch beiden. Also ich habe das Gefühl, diese ganze Sache ist nicht gut auseinandergegangen. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Es war ja auch eine Liebe, die im Fernsehen geschlossen wurde. Und da sind ja immer viel Emotionen im Spiel. So, ihr habt euch da beide kennengelernt, ihr habt viel gemeinsam erlebt. Das schweißt zusammen, muss man sagen. Wir führen jetzt schon 10 Jahre fast eine TV-Beziehung. Ja? Aber nicht im TV, wir beide, nicht wahr? Aber nur im TV. Aber ihr habt euch im TV kennengelernt und habt dann mehr oder weniger seit zusammengezogen. Ihr habt eine Real-Beziehung geführt. Und ich glaube, das ist schon nochmal anders, als wenn man sich so im normalen Leben kennenlernt. Ne? Das ist ja wie so Beziehungen im Schnelldurchlauf. Da passiert ja alles viel extremer. Ja, normal, man hat eine sehr, sehr intensive Zeit natürlich in den 3 Wochen auf Love Island gehabt. Das ist vielleicht draußen zu vergleichen mit 2, 3 Monaten, sage ich mal, wenn man sich normal daten würde. Und natürlich auch in einer Bubble. Ne? Du hast keine äußeren Umstände und sowas. Du lernst natürlich auch immer nur die besten Seiten des anderen erstmal kennen. Und dann natürlich, wenn der Alltag, Freunde, Familie. Wie war das dann? Also was fandest du an Jenny so toll, dass du mit ihr zusammengegangen bist? Ja, sie ist vom Aussehen her natürlich auf jeden Fall mein Typ, hat auch was im Kopf auf jeden Fall. Ja, das waren so die Sachen, wo mich natürlich sehr angezogen haben. Und, ja. Also wie würdest du sie denn jetzt so beschreiben? Also ja, vom Aussehen toll und hat auch was im Kopf. Ja gut, aber wie würdest du die Beziehung beschreiben? Ich meine, ihr wart ja ein paar Monate zusammen. Ja, was war das für eine Beziehung? Fernbeziehung ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ne? Man sieht sich vielleicht von einer Woche vielleicht 2 Tage. Ich bin meistens dann am Wochenende rübergefahren. 2 Tage sieht man sich wieder 4, 5 Tage nicht. Jeder macht sein Ding und so. Und ja, wenn beide Temperament haben natürlich und durchaus auch schlechte Erfahrungen in vorherigen Beziehungen gemacht haben, ist das natürlich manchmal definitiv von Nachteil, ne? In Sachen Vertrauen und so Sachen. Dann. Aber ihr habt euch ja so intensiv, also ihr wart ja so verknallt ineinander, ihr habt euch ja so Liebestattoos machen lassen, ihr habt euch, glaube ich, in die Unterlippe, innen rein, den Anfang zeigen. Kann ich mal gucken? Ist fast weg. Ah, krass, wirklich da unten, ja. Habt ihr es gesehen? Hast du es eingefangen? Kamera 1, wir müssen nochmal, du musst nochmal zeigen, nochmal. Ach krass, AJ, wirklich, schön. Krass, und, okay, ja, also es Jenny war hat ja schon auch, intensive Jenny hat ja, Zeit. Ja, intensive Zeit. Ich weiß, hat sie ja gezeigt, war eine intensive Zeit. Komm, der Zunge, ja, am Buchstaben. Klar, am Anfang ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und man ist verliebt, aber irgendwann fängt es natürlich an, weil anscheinend, es hat ja nicht mehr funktioniert. Was war denn der Grund, was hat Jenny damals gesagt, was war der Grund, warum die sich getrennt haben? Einiges. Was war der Grund, warum sie sich getrennt haben? Warum habt ihr euch getrennt?
Ja, beide haben anscheinend eine andere Auffassung von einer Beziehung und bei beiden gab es Sachen, die dem anderen einfach nicht gepasst haben, wo dann natürlich auch das Vertrauen gebröckelt hat. Das dann noch über diese Distanz weiterzuführen oder zu investieren, ja, war dann einfach nicht mehr. Das ist für Lilly auch eine saublöde Situation jetzt wahrscheinlich, weil du sitzt jetzt hier natürlich. Tut klar, aber leid, du kannst ja quasi für Lilly sprechen. Aber ich kann für Jenny. Du kannst ja für Jenny sprechen. Ja, für Jenny. Und wir können auch zu Jenny schnell mal schalten. Also vielleicht sollen wir da gleich nochmal drüber, vielleicht erinnert ihr euch ja dann auch ein bisschen mehr. Guck mal, da ist sie. Und ich muss wirklich sagen, Nico, dass du sie hast gehen lassen. Sie ist ja ein tolles Mädchen. Ja, war nicht so klug. Oder hat sie dich gehen lassen? Obwohl, gib mir eine Nadel und dann fädel ich es auch ein. Ja. Weißt du, mal das nass, dann fädel ich diese Nadel ein, dann geht es auch. Aber Nadeln, die am Tisch stehen, das ist nicht mein Job. Gib mir ein Messer oder irgendwas besser, aber ein bisschen größer, wo ich mit meinen Händen dran kann. Weißt du mal? Wird bestimmt noch was kommen in die Richtung. Ja, aber ich sage ja, wenn du mal bei mir auf dem Event bist, auch, ist interessant. Du wirst rausgehen und sagen, hey, das war geil. Ja? Ja. Es gibt keinen, der sagt, das war scheiße. Und die wissen vorher, viele kennen das erste Mal dahin auch. Ich sage, wir kommen immer wieder zu dir. Wenn die einmal da waren, kommen sie. Was ist der Fokus in deinen Events? Bitte? Was ist der Fokus auf deinen Events? Ja, erstmal auch gute Kämpfe, ehrliche Kämpfe, große Kämpfe, große Titel, große Verbände, tolle Leute. Idole schaffen für die Jugend, die rausholen aus at home. Guck mal, es kann nicht jeder Fußball spielen. Fußballspiel ist nicht jedermanns Sache, aber Fußball ist Deutschlands Volkssport Nummer 1. Ja. Viele haben auch kein Geld für Tennis, kein Geld für Golf und so, was ich vielleicht machen würde. Ja, Boxen ist immer eine Alternative auch für alle Schichten, für alle Leute, für Schwarz, Weiß, Pink, Rot, Orange. Wo Boxen auch nicht gerade günstig ist, oder? Ja, ja, es ist schon günstig. Ja. Ist ja immer noch Rainer im Rainer Podcast-Modus. Immer noch Geschichten aus meiner Vergangenheit. Aber Lilly, wenn du jetzt hier so bist und Nico ist da, erstmal Respekt, dass ihr überhaupt beide hier seid. Ich finde es mega cool, dass ihr das mitmacht, dass ihr herkommt. Ich meine, wir sind alle entspannte Show, coole Atmosphäre. Wenn du jetzt Jenny wärst, und du könntest als Jenny Nico was sagen, was würdest du ihm sagen? Danke, dass du mir meine Augen geöffnet hast. Wie meinst du das? Danke, dass du mir meine Augen geöffnet hast, früh genug. Ja, nee. Guck mich an. Ja. Ich bin Nico. Ja. Danke, dass du mir meine Augen geöffnet hast, früh genug, sodass dass ich nicht später noch mehr in Sachen gereizt, sozusagen. Also, es wurde einfach alles früh genug bewiesen. Und glaubst du, dass ich, also Nico, Dinge gemacht habe, die... Ich sag mal so, früh genug ist sogar einfach gut, dass ich auf mein Herz gehört habe und Freunde habe, die mich unterstützen, die mir meine Augen auch noch mal öffnen. So, ist sogar noch besser. Kommt man gegen Freunde der Freundin oder so, kommt man da an, wenn man irgendwann mal merkt, okay, da ist so eine Wand plötzlich oder so eine Mauer, da komme ich nicht mehr durch? Und was meinst du mit Ankommen? Naja, gegen Ankommen. Also quasi, das ist ja so, dass schon die Freunde von Jenny oder so wahrscheinlich schon auch das Gefühl haben, dass du ihr vielleicht in der Beziehung nicht gut getan hast. Kann das sein? Ja, sowas interessiert mich. Ich gucke ja, ob es für uns beide passt oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Was andere sagen, hat mich noch nie interessiert. Okay, soll ich mal ein bisschen Klartext da reden? Ja. Einmal nur ganz kurz, um einmal kurz Fronten zu klären und auch für euch zu Hause. Also Situation ist folgende. Wir haben Jennifer, die in dem Haus drin sitzt. Die war mit Nico zusammen. 4, 5, 6 Monate. Halbes Jahr ungefähr. Ne? Hier ist die beste Freundin. Beste Freundin nicht so gut anzusprechen auf Nico. Nico auch nicht so gut anzusprechen. Anscheinend ist da irgendwas gewesen. Beide haben nicht wirklich das Bedürfnis zu sagen, was es wirklich war. Frage ist, hat sie ihm wehgetan? Oder hat er ihr wehgetan? Ich sag mal so, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwas zu sagen. Wenn Jenny irgendwie was sagen will, wird sie sagen. Wenn er was sagen will, wird er sagen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, solche Fragen zu beantworten. Wir haben euch ja beide eingeladen, weil sie ja immer überlegt hat, ob sie was sagen soll oder nicht. Sie hat ja einen Tag gehabt, wo sie gesagt hat, ja, ich weiß nicht, vielleicht soll ich was sagen. Sie wollte ja gerne darüber sprechen. Das war ja das Ding. Also sie wusste es halt noch nicht so richtig. Da habe ich gesagt, wir nehmen ihr das einfach schon ab. Ja. Ist es denn noch so frisch, dass man nicht drüber sprechen kann? Nee, Quatsch. Bist du schon neu in Love? Hast du schon?
Dazu sage ich nichts. Also John erledigt, Haken dann. Aber ich habe das Gefühl gehabt bei Love Island, wenn ich euch beide gesehen habe, du warst so ein Typ, du warst schon auch sehr bestimmt, auch schon als ihr euch da kennengelernt habt. Es ging immer so darum, dass sie so ein bisschen freizügig rumläuft und dass sie so ein bisschen, hast du vielleicht so ein, bist du so ein Typ, der dann in der Beziehung vielleicht auch, gehe ich richtig in der Annahme, ich mach's mal so, gehe ich richtig in der, guck mal, da reagiert jemand, ich bin auf der richtigen Spur, dass du vielleicht jemand warst, der in der Beziehung auch so schon so der Player bist und gesagt hast, okay, ich möchte nicht, dass du so, sondern eher so wir die Beziehung und das muss reichen und nicht mehr nach außen. Und das null, wenn du dir eine hübsche Frau hast, dann musst du auch damit klarkommen, wenn sie sexy rumläuft. Also entweder du hast das Selbstbewusstsein, holst du so eine Frau oder nicht. Was bringt dir das, ihr zu sagen, du ziehst das nicht an, du gehst dort nicht hin? Hast du nicht gemacht. Null, warum sollte man das machen? Mhm. War noch nie meine Art. Aber was ist denn jetzt für Sie, was könnte ihr denn gefährlich werden bei Promi Big Brother? Jetzt fahren wir mal so in die andere Richtung. Ihr kennt sie ja beide nur wirklich sehr gut. Wo liegen denn für Jenny die Fallstricke, die sie den Sieg oder zumindest die Teilnahme zum Finale kosten könnten nächste Woche? Ja, also einzige Schwäche, wo sie hat, sage ich mal, ist, sie ist halt natürlich sehr, sehr empfindlich. Natürlich auch durch ihre Vergangenheit und sowas. Und wenn da vielleicht jemand sie so den Kicker auf sie hat oder sonst was, dann ja, vielleicht wird sie dann knickt sie ein bisschen ein oder so, aber sonst wird mir eigentlich nichts einfallen. Sie hat ja ein bisschen was erzählt über ihre Vergangenheit. Eher so die Geschichte mit ihrem Vater, dass sie sehr einsam war am Anfang. Was meinst du, Lilly? Ja, also ich glaube schon, dass sie, wenn es zu viel wird, dann nicht zusammenbricht, aber dass man es eher dann schon ansieht. Also viele Nominierungen, das würde sie stressen, ne? Ja, das, also hoffen wir mal, dass sie glatt durchkommt. Das stresst sie jetzt hundertprozentig auch schon innerlich. Das wird sie jetzt nicht so zeigen, aber das stresst sie schon. Gut. Nico, die Beziehung mit dir stresst sie jetzt nicht mehr. Das haben wir jetzt quasi geklärt. Ihr seid nicht mehr zusammen. Das haben wir an ihrem Song gemerkt, ne? Hat sie alles im Song verarbeitet. Hat sie alles in ihrem Song verarbeitet. Mhm, das sind wie die großen Stars, die verarbeiten ihr ganzes Leben in Songs. Es hilft ja. Ja, kann helfen, ne? Mhm. Aber danke, dass ihr da wart.